Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Blibblibblib. In der letzten Folge haben wir den Prototyp besorgt für die Railroad. Zusammen mit Deacon und Cave. Und jetzt wollen wir hier raus. Mein letzter Kampf ist schon viel zu lange her. Du meinst 5 Minuten? Ja, okay, kommt hier rein, ehrlich. Ist immer so. Doof, ne? Du auch. Komm hier rein, verdammt. Nein, nicht raus, gehen wir da. Ich überlebe da draußen nicht allein gegen die Dinger, ne? Boah, leck mich doch. Ach. So dämlich. Cool. Ja, falls er jetzt irgendwelche Dialoge für mich hat, habe ich die natürlich nicht gehört. Super. Moment. So, ich dachte, da wäre eine Zeitschrift. Ah. Ich hoffe, es geht ja irgendwo raus. Ja, Gott sei Dank. Dann sind die ja wohl bei mir. Massachusetts bekannt wurde der Staat nach dem großen Krieg im bloßen Commonwealth. Bekannt wurde der Staat nach dem großen Krieg nach zum bloßen Commonwealth. Okay. Ja, gut, dass man endlich mal im Commonwealth auch spielt. Fallout 3 habe ich nur davon gehört. Im V3 konnte man ja auch einen Cyborg finden, ne? Bewegung entdeckt. Seltsam. So, die sind jetzt... feindliche Präsenz. Oh, ne. Hallo. Hallo. Ja, schau, die sind jetzt auch da unten, ne? Oh, hi! Toll. Jetzt wieder alleine hier machen. Was schlägst du denn? Ah, super. Ich verreck. Wenn ich allein bin. Schaff's nicht. Boah! Ja, komm, bin ich hier wieder allein gegen irgendwelche am Kämpfen, verreck ich. Dreck? Wo sind die? Nur weil ich die jetzt nicht im Aufzug habe oder was? Das gibt's doch nicht. Was kann ich denn dafür, wenn die so blöd sind, in den Aufzug einzusteigen? Das war ganz ehrlich. Bewegung entdeckt. Seltsam. Oh. Ja, danke. Wie sagt er so was von? Ich habe sie gefunden. Oh, wer? Boah, kacke. Ey. Sagen wir so tot. Oh. Der Pisser macht das extra. War echt. Wie lange braucht ihr eigentlich, um so ein Geschütz jetzt zu erledigen?
Oh. Das ist halt so scheiße, ne? Könnte nicht durch den Aufzug und... Ah, wie tut man? Wenn jemand schubst mich die ganze Zeit hier. Oh. Wir haben, was wir wollen. Fahren wir uns auf und treffen uns in den Katakomben. In deinen Worten, du verpisst dich und ich kann den ganzen Dreck hier allein machen, ne? Übelst breiten. Ich meine, immerhin sind viel mehr Gegner, ne? So, ich dachte, die wäre kaputt. Da ist ja irgendwo ein Bett oder so, wo ich mich ausruhen kann. Statt hier, weiß ich nicht, meine Stimpacks zu verballern. Anscheinend nicht. Okay. Bist du noch da? Ich hab den ganzen Tag Zeit. Wir waren ein gutes Team, das Beste. Wir sehen uns. Okay. Ist hier nicht noch ein Minenfeld? Wo ist er? Der hockt da. Alter! Der hat die ganzen anderen Minen mitgerissen. Riech die auch? Ja, ne? Hier sind irgendwelche anderen. Ja, ich konnte ja nicht mehr. Ja, ich bin blöd, dass ich keine Erfahrungspunkte mehr krieg. Splittermin 3. Ach, wart's erst, bis ich hier alles entschärfe, oder wie? Du Sack. Sag ich, wie mächtig Aua die machen? Weil es mir lieb ist. Ich hab hier vorbei wieder. So. Bin wieder frei. Ja, dann ist das hier. Leeres Kühlmittel. So, was machen wir als nächstes? Machen wir direkt die Mission weiter, oder was? Was war das? Ich will noch mehr Minen haben. Wo ist die hier? Ich sehe die gar nicht. Du Blöde! Bringt mich hier noch um! Ich muss mal schnell speichern. Tritt die da mal rein? So eiskalt. So, ja, ich bring mich um. Okay. Und sagen, irgendwo war auch noch eine. So.
Oh, hier oben ist bestimmt sicherer. Ist gar nicht, warum ich das überhaupt so checke. Irgendwie ist da sowieso nichts drin. Ich dachte noch mal, letztes Mal irgendwie was drin war, glaube ich. Nee. Ich kann nicht mal nach oben sehen, aber von hier nicht. Wieder rein. Ich kann da rein. Ich will noch mehr einzigartige Waffen finden, so wie mein Erlöser. Aber nein, ich hab schon wieder wenig Munition dafür. Mann, ich hatte noch nie so viel Munitionsknappheit wie hier. Oh. Wollte ich jetzt. Egal. Gehen wir ins Parkhaus. Weil. Baum. Da sind so was von Ghule drin, ich weiß es. Ich habe jetzt Angst, dass die überall Minen sind. Minuteman. Ja, Ghule. Was ist das? Oh Gott, was habe ich getan? Ah! Natürlich ein legendärer. Wo ist die schon wieder? Hallo? Mein Gott. Oh, das wird nicht so gut ausgehen, oder? Nee. Warum rennen die denn weg? Wir haben keine Arme mehr. Mein Gott, ich kann in der Entfernung nicht den Kopf treffen, ehrlich. Was zum? Ah. Was schon sagen? Ich spreche gegen den. Das Problem ist schwer. Impro-Repetierpistole. Wow, die hätte ich vorhin gebrauchen können. Danke. So, lebst du noch, Dingens? Kate? Ist der andere. Ich glaube, die ist tot, oder? Oh, ich sehe sie doch da. So, jetzt aber. Tut mir leid, dass ich dich in Flammen aufgehen ließ, aber. Das war schon wieder so richtig geil. Ja. Ha! Level up! Ich weiß auch, was ich hier aufleveln werde dieses Mal. Weil mir ist aufgefallen, Terminals Zwecken könnte vielleicht doch nützlich sein, deswegen wir mal Terminal Hacken ein bisschen aufballern, wo sind. Ja, Hacker. Ich habe ja noch einen Punkt vom letzten Mal, so nehmen wir das. Und der gute fortgeschrittene Terminal zu hacken. Und Experten Terminals. Und Meister Terminals danach noch. Aber das hier werde ich nicht machen, dass die nie gesperrt werden, das ist einfach nur verschwendeter Punkt, weil man kann einfach nur, wenn man dreimal versucht hat, wenn man aus dem Terminal rausgehen, also wenn man drei Passwörter versucht hat, dann nochmal versuchen, da hat man eigentlich unendlich viele Versuche und da ist ein Bot, den ich vielleicht hätte aktivieren können vorher. Also ja. Ist genauso wie mit dem Dingen hier, mit dem
Jetzt stehst du so. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist echt noch was gewesen. Mein Instinkt hat mir so gesagt, warte mal, da war bestimmt noch irgendwas. Ich bin jetzt so flüchtig da rausgegangen. Ja, wenn ich von hier gekommen wäre wahrscheinlich, ne? Super. Mich. Haves, null Treffer. Many, geht nicht, da ist ein A. Hier. Lost. Bin drin. So schwer ist das sowieso nicht. Erste Hilfe. Konstruktion. Nein, Mann. Sollte noch aktivieren. Aktivierung Protektron zu Diensten. Hi. Ich baue wieder alles hier auf, Kollege. Dieser eine Roboter wird jetzt das ganze Ödland mit aufbauen. Warnung. Verstoß gegen Gewerkschaftsvorgaben entdeckt. Letzte Pause war vor 9.999 Stunden. Was ist da ober 9.000? Hey. Hoffentlich ist es das wert. Wolltest du mit mir reden? Ich würde gerne mit dir sprechen. Hast du kurz Zeit? Leg los. Das weiß ich zu schätzen. Als Tommy mich zu dir geschickt hat, dachte ich, ich würde dich hassen. Nicht nur, weil du meinen Vertrag übernommen hast, sondern weil ich dachte, dass du mich herumkommandieren würdest, als wäre ich ein Dienstmädchen. Bisher hast du mich aber wie eine Freundin behandelt. Mann, du warst richtig nett zu mir. Ich möchte nicht undankbar sein, aber deine Freundlichkeit macht mich nachdenklich. Wenn ich eins im Combat Zone gelernt habe, dann das. Niemand tut etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Was erwarte ich wohl? Vergleich nicht mit ihm. Das Combat Zone zu überleben, muss ganz schön hart gewesen sein. Das ist noch nett ausgedrückt. Ich habe 3 Jahre im Combat Zone gelebt. Es hat nach Kotze und Pisse gestunken. Aber es war mein Zuhause. Ich konnte dort ein paar Kronkorken verdienen, hatte mein eigenes Bett und 3 warme Mahlzeiten am Tag. Dann kamen die Raider und haben dort alles an sich gerissen. Du kennst sie ja. Nicht gerade sanfte Typen. Als sie da waren, musste man ständig aufpassen, nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden. Oder noch schlimmer. Ich hatte schnell verstanden, dass ich meine hart verdienten Kronkorken einsetzen musste. Freunde zu kaufen machte das Leben leichter. Deshalb warte ich wohl darauf, dass du mir deine Rechnung stellst. Verstehst du? Du schuldest mir gar nichts. Mir fällt es sehr schwer, dir das zu glauben. Ich sag dir mal was. Gib mir etwas Zeit, dann überlege ich mir eine Gegenleistung. Ich bin kein reiches Mädchen, aber wir werden uns bestimmt einig. Wozu sind Freunde sonst da? Okay. Habe ich jetzt irgendeinen Skill? Härte? Ne, das habe ich nichts. Wow, da kann man doch so oft hochleveln. Ja, anscheinend nicht. Okay. Egal. Nö. Hallo, was ist das denn? Mr. Gatzim, oder? Cool. Jetzt war da immer noch Kaugummi drin, ne? Ist immer geil. Kann ich hier irgendwo hinstellen? Ich brauche mal so einen Wackelpuppenständer. Ich habe so einen noch gar nicht. Kann ich den herstellen irgendwann? Wäre nämlich richtig gut. Ich suche ja allgemein noch irgendwann die Tankstelle, die ich, im Intro gesehen habe. Um mir da ein Zuhause zu machen. Ansonsten bleibe ich erstmal in der jetzigen Haltestelle, Tankstelle. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu den Railroads. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder zum Dings da hingehen.
Old North Church. Oh, war ich da schon? Ja, ne? Ja klar, war ich da schon. Sag mir nicht, ich muss den ganzen Weg wieder da runterlaufen. Ja. Ja. Und ich habe irgendwie so eine Zeitschrift irgendwie so da gelesen. Ich habe, meine ich hier bei den Ladebildschirmen, habe ich so gelesen, dass es irgendwie eine Zeitschrift gibt, die irgendwie die Lackierung der Power-Rüstung ändern kann. Wenn ich mal eine benutzen würde. Irgendwie benutze ich die nicht. Aber naja, ist da ja. Also Ödland Überlebensfähigkeit erhältst du eine Version des Skills Überleben im Handbuch, der einen einzigartigen Bonus gewährt, wie beispielsweise schnelleres Schwimmen oder doppelte Fleischmenge, okay. Die Zeitschriften sind echt geil, wenn man sich überall umschaut und allen möglichen Dreck hier sammelt, überall nachguckt, wo vielleicht nicht jeder hinguckt, dann kann es das bringen, auf jeden Fall. So, hier rein wieder. Ich möchte noch die Erfahrungspunkte für die Quest bekommen, hallo? Ich will auch noch mal ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Ich glaube so Level 18 oder so kann ich erstmal wieder ein paar Punkte verballern. Ich brauche für fast alle Skills irgendwie mal mit Level 18. Aber bitte sag mir nicht, ich muss den ganzen Weg wieder da runterlaufen. Da runter ist gut, wie komme ich nochmal dahin? Wenn ich irgendwie eine Abkürzung dahin packen, ja. Wie übersehe ich solche Sachen immer? Ich meine eigentlich, ich tue mich sehr gut umschauen, aber man sieht ja. So, Kleber, Kleber, Kleber. Ich wahrscheinlich will auskennen, wieder alles einlagern. So, könnt ihr euch eine andere Basis suchen? Nee, meint so eines Kacke. Gepflegt, mich über seine Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Die ganze Zeit über mit dir auf den Schultern? Unglaublich, nicht wahr? So kann man es auch ausdrücken. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ist das auch nur ansatzweise wahr? Zum Großteil. Aber es waren nicht 100 und Deacon hat mich die ganze Zeit über begleitet. Wir schmücken also mal wieder die Wahrheit aus, nicht wahr? Sie hätte mir das abgekauft. Mach dir nichts vor. Aber trotzdem, ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Stattdessen habt ihr zu Zeit das Switchboard gesäubert. Es wäre Wahnsinn, ihn nicht aufzunehmen. Ja, das sieht aus wie Meister Popa. Schön beeindruckt. Er hat mit Sonnenbrille. So hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Warum sollte ich euch beitreten? Wenn du Zweifel hast, solltest du es bleiben lassen. Bei uns erleben nicht viele den Ruhestand. Aber wenn es dir wie mir geht, ist dir das egal. Ich hoffe, ich kann auch mehreren beitreten und bin ich irgendwie in einen gebunden. Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Ich bin ja jetzt bei Minuteman auch schon. Bei der Bruderschaft kann ich auch theoretisch sein. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Professor. Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben, dein Name, deine Entscheidung. Bullseye, Whisper, Silberzunge. Ich überlege mir was. Das ist eine wichtige Entscheidung. Aha. Ich bin der Professor. Mich Professor. Du hast deine Intelligenz eindrucksvoll zur Schau gestellt. Also, Professor. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Warum ruckelt er die ganze Zeit? Was ist denn hier los? Ich dir den Rest der Bande vorstellen. Der Standort unseres Hauptquartiers ist das weiß ich. Sei also vorsichtig, wenn du kommst oder gehst. Man weiß nie, wann man beobachtet wird. Oh, eigentlich krieg ich die Erfahrungspunkte. Krieg ich die Erfahrungspunkte an? Yes. Ja. Boston bei Nacht. Ja, kann ich mich da irgendwie leicht hin teleportieren?
Wir haben Bock, den ganzen Weg hier immer unter der Kirche runter zu rennen. So, hier ist es. Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard, aber es ist sicher. Und wir haben Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Im Moment läuft alles ein wenig chaotisch, also gibt es eine Menge für dich zu tun. Kann ich mich ja bedienen? Aber ich glaube, das läuft so ähnlich ab wie bei den Gilden in Skyrim, dass man sich allen anschließen kann, oder? Das hier ist Professor. Er war mit Deacon zusammen auf dem Switchboard-Einsatz. Er ist mit sofortiger Wirkung ein vollwertiger Agent. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle ihm zeigt, wie die Dinge laufen. Heißt ihn bei uns an Bord herzlich willkommen. Das war alles. Der Weg, den du gewählt hast, ist kein leichter. Aber du gehst ihn niemals allein. Den weiß ich nicht. Verschiedene Fraktionen nehme ich mal an. Hier in Skyrim, wo man auch mehrere sich anschließen kann. Können Ödländer ein noch größeres Problem als das Institut sein. Was kann ich hier nehmen? Die Batterie oder so. Ja, ich bediene mich natürlich, ne? Ich bin das neueste Mitglied. Ich darf mir alles nehmen, hallo? Ist man direkt hier dienen. 39. Wow, ich habe ganz schön viele verpasst. Hey, du bist auch ein Professor. Ah, das ist doch unser neuester Agent. Oh, hier kann ich die Power-Rüstung wieder packen. Ich darf mir ja alles nehmen, aber im Bett schlafen kann ich nicht. Willkommen in der Familie. Wir sind ein guter und durchaus verrückter Haufen. Gibt es noch irgendwas Cooles vielleicht? Wieder Zeitschrift oder irgendwie sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Augusta, ist da unbedingt, ne? Ah, hier steht auch Gefahr. Okay. So geil. Die Rakete, yay. Ja! Das Museum des Professors. So viele Dinge ins Tüftel-Toms Terminal. Sagen, du übertreibst es mit den Kids. Aber meine Augen sind halt geöffnet. Ich sehe. Ja, kann ich benden, danke. Ich bin gut ausgeruht. Noch eine Stunde, dann ist meine Schicht zu Ende. In einer Stunde läufst du immer noch herum, oder? Desdemona hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt er es nicht bei uns auf. Ja. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der als Doktor braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth, H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die... Vielleicht hat er ja gute Gründe, paranoid zu sein. Mag sein. Vielleicht hat er dir auch die anderen Dutzend Male, die er unsere Agenten durch unnötige Reifen springen ließ. Der tote Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Warnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Verstehe. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Okay.
Direkt unsere nächste Mission für den nächsten Part. So, geh du mal nach Hause. Hey. Hm? Warte da. Du lässt mich zurück. Komm schon. Ist dein Tod. Wir wären schneller, wenn du auf die Straße schauen würdest, statt auf meinen Hintern. Aufgepasst. Was gibt's? Es ist Zeit für dich zu gehen, Kate. Ich gehe. Aber ich werde nicht so tun und sagen, dass mich das glücklich macht. Wenn du es dir anders überlegst, weißt du ja, wo du mich... Tempinus Bluff. Ja, Sanctuary. Ja, ich glaube, ich kann Meister Popeye mitnehmen. Wie gesagt, ich beende den Part hier aber erstmal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.